Hallo, ich bin Mirko Slomka. Ich habe Mathematik und Sport studiert auf Lehramt. Und letztendlich bin ich gelandet, jetzt hier gerade bei Hannover 96 im Fußballgeschäft. Ich bin mittlerweile Fußballlehrer geworden und Cheftrainer von Hannover 96. Mit Mathe Tore schießen. Das Stadion des Bundesligisten Hannover 96. Hier treffe ich gleich auf den Cheftrainer, auf Mirko Slomka, um mit ihm zu fachsimpeln. Aber weniger über den Fußball, sondern wir wollen über Mathematik reden. Dass Mirko Slomka ein sehr guter Fußballlehrer ist, das ist bekannt. Aber wie schlägt er sich eigentlich als Mathelehrer? Warum haben Sie Mathematiklehrer studiert? Weil es mich im Laufe meiner Schulzeit immer mehr interessiert hat. Und vielleicht auch, weil ich einen Mathematiklehrer hatte, der mich besonders gefordert hat. Also der hat mich irgendwie, der hat es spannend gemacht. Der hat halt auch uns mal berechnen lassen, wie so eine Flugkurve des Balles aussehen könnte und was mache ich mit Logarithmen oder, ne, oder was mache ich mit Gleichungen, was kann ich damit anfangen. Und irgendwie hat es mich dann interessiert. Und dann habe ich ja auch Mathematik-Leistungskurs gehabt und wenn man dann irgendwann überlegt, in welcher Kombination macht Sport eigentlich Sinn, dann ist Biologie gut, finde ich, dann ist Physik gut und dann ist Mathematik auch gut. Und da war ich jetzt zwar keine Koryphäe, aber jetzt auch nicht so ganz schlecht und gesagt, ich nehme Mathematik. Viele Mathematiker sprechen ja von der Schönheit der Mathematik. Haben Sie die auch entdeckt? Nein. Ich habe in meinem Studium eher die Grausamkeit der Mathematik entdeckt, weil es ja dann auch sehr trocken wird irgendwann, wenn man sich sehr viel mit Beweisrechnungen abgibt und weil es natürlich auch sehr kompliziert ist, da muss man schon kämpfen. Und deswegen finde ich es immer besonders schön, wenn man Mathematik oder auch Physik oder andere Fächer in der Praxis wiederfindet. Und das ist zum Teil im Fußball so, natürlich in anderen Sportarten genauso. Da geht es ja auch viel um Kräfte, die man berechnen kann. Im Rudersport, also ein Achter zum Beispiel. Ja, was passiert da eigentlich? Was werden da für Kräfte freigesetzt? Das ist doch spannend, das mal zu analysieren. Und ich finde, das macht Schule auch interessant. Sollten vielleicht die Mathematiklehrer der heutigen Zeit viel öfter Aufgaben aus dem Sport in ihren Unterricht transportieren? Wäre toll. Wäre toll, wenn das ginge. Aber ich glaube, dass die Lehrer sehr gebunden sind an die Lehrpläne. Aber ich würde mir schon wünschen, wenn man ab und zu mal so Exkurse macht. Komm, wir gehen jetzt mal eine Woche irgendwo hin und schauen uns mal an, was wir mit dem, was wir im Unterricht gerade durchnehmen, vielleicht anfangen können. Arbeitet heutzutage eigentlich ein Cheftrainer wie Sie immer enger auch mit Wissenschaftlern zusammen, die einem diese Daten liefern, die einem auch neue interessante Methoden zeigen, wie man sowas auswerten kann, wie man darauf reagieren kann? Unterschiedlich, glaube ich. Es gibt im Fußball eine ganze Menge Wege, die zum Erfolg führen können oder auch zum Misserfolg. Also man kann sich, glaube ich, auch mit Daten zuschütten lassen, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Man kann sich zu viel damit beschäftigen. Letztendlich geht es natürlich auch um die Arbeit an dem Spieler, an der Person, an dem Menschen und natürlich an der Technik, an der Qualität des Fußballspiels. Aber wir versuchen zumindest die Daten, die wir bekommen, vernünftig auszuwerten, in Relation zu setzen zu anderen Spielen, zu anderen Mannschaften, sie immer wieder abzudaten. Und natürlich auch etwas aus einem Datensatz eines Spiels umzuwandeln in Trainingsmethoden über die Woche. Weil dann wissen wir halt, wie viele Sprints braucht beispielsweise ein Innenverteidiger in einem Spiel. Was hat der überhaupt für Laufstrecken? Was braucht er in welcher Geschwindigkeit? Und dann können wir das natürlich auch sehr speziell trainieren. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Eckball, nicht direkt, sondern aber der Eckball wird getreten und es kommt in der Folge dessen zu einem Tor? Die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, weil die Anzahl der Eckbälle ist sehr hoch in der Bundesliga. Und die Eckballtore, ich weiß es nicht. 2%. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt 4, ja. 4-5%. 2% ist sehr wenig. Elfmeter. Also müssen wir mehr trainieren. Elfmeter, was glauben Sie? Wenn der Schütze aus Sicht des Schützen nach links schießt oder nach rechts schießt, wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es ein Tor gibt? Ich sage, wenn er vom Schützen aus nach rechts schießt. Richtig. Wahrscheinlich, weil der Abdruck des Torhüters, der Fußabdruck des Torhüters bei Rechtshändern häufiger ist als bei Linkshändern, möglicherweise. Weil die meisten Torwarte Rechtshänder sind und wenn sie nach links springen, müssen sie mit ihrer schwächeren linken Hand halten und da fühlen sie sich nicht so wohl bei. Ich habe das auch nur gelesen. Sicher richtig, sicher richtig. Da gibt's ja gar nicht. Oder warum hat ein Fußball 20 Sechsecke, das ist der klassische Fußball, und 12 Fünfecke dazwischen? Das ist eine ganz komplizierte geometrische Figur.
Ja, sonst ist es ja schwierig, den Ball richtig rund zu machen wahrscheinlich. Ja, sie hat eine relativ optimale Rundung und dann kommt er mit der geringsten Anzahl von Nähten aus. Hm. Mit 90 Nähten. Okay. Und mittlerweile gibt es ja auch, glaube ich, 8 Luftblasen in dem Ball. Früher gab es ja nur eine richtige Blase im Ball. Jetzt mittlerweile gibt es ja 8 Kammern. 8 Kammern in dem Ball. Also es ändert sich ja permanent. Wann werden wir den Chip im Ball haben? Ich hoffe bald, dann wissen wir zumindest, ob es Tor war oder nicht. Ja, ne? Ja, ist wichtig. Es ist doch mühsam ansonsten. Ja.